Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Das neue Jahr hat angefangen und es wird schon wieder fleißig getestet. Ja, klar, gibt noch so viel, was ich testen kann. Und zwar habe ich im Edeka entdeckt Aktivtee. Ja, kannte ich noch gar nicht. Schlicht und einfach, also ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich wäre auch fast dran vorbeigegangen, wenn nicht so viele davon im Regal gestanden hätten. Ich weiß nicht, warum so viele drin standen. Vielleicht ist es ganz neu oder vielleicht kaufen sie Leute nicht so oft. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es ziemlich unscheinbar aus. Aber ich habe mir gedacht, ja, testen wir es halt einmal. Und dann habe ich die Flasche mal umgedreht. Ich kann das gerade mal zeigen. Vielleicht sieht man das hier. Vielleicht kriege ich so ein bisschen schärfer. Nee, eher nicht. Naja, hier steht auf jeden Fall, dass das von allem null hat. Null Fett, null Kohlenhydrate, null Eiweiß, null Salz, null, alles null. Weil dieses ganze Teil hat pro 100 Milliliter unter 1 Kalorien. Ja. Null Zucker, null Kalorien, null Süßstoff. Okay, und das soll Grüntee-Getränk sein mit KM24, ich weiß nicht genau, was das ist, und L-Arginin, weiß ich auch nicht, was es ist. Naja, mit Kräuter- und Blütengeschmack. Ja, ist Pfand und hat etwas über einen Euro, hat ich glaube unter einem Euro noch gekostet. Das war nicht teuer. So, also Design, ja, bisschen unscheinbar, aber es gefällt mir. Ja, ich mag so Understatement, mag ich ganz gern. Da kriegt es von mir 3 Sterne, ja. 3. So, Preis-Leistungs-Verhältnis. Kommen wir gleich dazu. Naja. Riechen tut man jetzt nichts Besonderes. Anscheinend auch null Geruch. Ja. Okay, Prost. Naja. Also, ganz ehrlich, es schmeckt wie kalter, abgestandener Tee. Ja. Genauso schmeckt das. Ich habe, wann war das? Letzte Woche habe ich für meinen Sohn Tee gemacht und als ich den dann weggebracht hatte und wieder nach Hause kam, dann habe ich gesehen, ach, der hat ja seinen Tee gar nicht leer getrunken, dann hat der Papa ihn getrunken. Und genau so schmeckt das. Ja, wie ein Tee, den man 3, 4, 5 Stunden, 6 Stunden, 10 Stunden stehen lässt, genauso schmeckt das. Also, Leute, mein Ding ist es nicht. Ne, ich denke, ich werde die Flasche auch gar nicht leer machen. Okay. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, gibt's 1 Stern. Oder, ja, so sollte man lieber nicht mal mit 1 Stern. So 1 Stern. Ist er so drohend. 1 Stern nur. Ja. Und geschmacklich. Oh Mann. Nee. Also, ganz ehrlich. Es schmeckt wirklich. Also, dass es von allem null hat, ist okay. Aber, dass es auch null Geschmack hat. Das ist scheiße, Leute. Geht nicht. Ja? Das hat auch wirklich null Geschmack. Das schmeckt wie abgestandener Tee. Wenn ich heute einen Tee mache, jetzt, wir haben jetzt 12 Uhr, wenn ich jetzt einen Tee mache und mir auf den Tisch stelle, heute Abend, wenn ich heimkomme um 10 Uhr, den Tee trinke, dann schmeckt der genauso wie das. Ja. Und das geht einfach nicht. Okay,
Wenn ihr andere Erfahrungen habt, schreibt sie mir in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Ja, wie immer, ein kleines Like, wenn nicht verkehrt, abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Achso, habe ich gesagt, geschmacklich? Ja, geschmacklich gibt es ja leider auch noch einen drohenden Stern dafür, ja. Ja. Und Rülpse. Ja, jo, das war's wieder für heute. Ja, allzeit gute Fahrt, Jungs und Mädels.